Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans. Jetzt auch mit Musik, mit... Oh. Das war gerade doof. Warte, ich mach das woanders hin. So, da gehört das hin. Ihr habt das gerade über meine Lautsprecher hier gehört. Das war gerade ein bisschen nicht ganz richtig. Das kam noch vom New World spielen, glaube ich. Denn ich war heute natürlich wieder auch in New World so ein bisschen tätig. Also ich spiele im Moment sehr, sehr hart zweigleisig. Einmal natürlich meine Dörfer hier und zum anderen aber auch nach wie vor ein wenig New World. Warum ich das mache, mache ich die Tage mal ein Video, glaube ich, mal von. Dann versteht ihr so ein bisschen auch so, wie ich so ein bisschen ticke. Aber ich hatte ja gesagt, der Donnerbengel hier ist unser Rathaus, ja, unser neues Rathaus 12 und Minen und Sammler erstmal leer machen. Die sind auch noch nicht ganz voll, aber sie sind relativ voll und Boost nutzen. Ja, was hat das eigentlich für Nutzen? Was hat eigentlich das Boost nutzen für Nutzen? Man sieht jetzt gar nicht, man sieht eigentlich gar nicht mehr, was jetzt noch geboostet ist und ich kann das Rathaus auch nur auf Man kann das Rathaus gar nicht leveln. Ne? Man kann das Rathaus gar nicht leveln. Es muss erstmal Level 5 werden. Und das ist in jedem Fall Ziel. Dieses. Oh, ich habe ein bisschen Nuppen. Dieses Unternehmens hier. Das heißt also, ich bin jetzt seit ein paar Tagen. Ja, wir haben noch 3 Tage, 17 Stunden Zeit. Und geboostet wird hier natürlich. Die Minen und Sammler werden geboostet. Die Kasernen sind nicht geboostet und es sind eigentlich nur die Minen und Sammler und was natürlich unverkennbar ist, die Helden sind 50-52, das sind sie, aber im Moment sind sie um 5 Level höher, das darf man nicht vergessen und dementsprechend kann man das natürlich oder sollte man das so ein bisschen ausnutzen. Ich nehme hier mal so ein paar irgendwie so Farmtruppen mit, muss mal gerade gucken. Truppen mal sehen, ob jemand da ist und dann ja, ich habe schon einiges raus. Es gibt keine neuen Mauern bei Rathaus Level 12, aber es gibt ein bisschen Defensive zu leveln. Ich habe natürlich schon gelevelt die Adlerartillerie, die beste Verteidigungswaffe finde ich für Rathaus 11, 12, 13, 14. Okay, bei 13, 14 kommen natürlich die Scattershots noch mit dazu, aber hier glaube ich, ist die Artillerie das Wichtigste. Danach, denke ich mal, sollte man das Rathaus leveln, denn das Rathaus ist ja eine Verteidigungseinheit geworden und je höher, desto besser. Ganz, ganz, ganz einfaches Prinzip. Ich muss noch was aus dem Shop holen. Ihr seht, hier steht noch eine 1, das ist das Rathaus 12 Paket. Das nehme ich nicht. Ich habe noch nie so ein Paket gekauft hier und muss aber noch 2 Sachen rausbringen, nämlich einmal einen Tesla und einen Inferno-Turm. Ich habe für beides jetzt schon genug Gold, sehe ich gerade. Okay, 2,8, 2,8, ja. Hab ich ja doch. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also die Minen und Sammler bringen doch ganz schön viel, ne? Dieser Boost hier bringt doch ganz schön viel. Das habe ich jetzt gerade echt nicht erwartet. Die anderen Sachen, das waren ein paar Fallen, das waren ein paar Luftminen. Die habe ich schon fertig. Das heißt nicht fertig, sondern ich habe sie einfach gemacht. Und dann nehmen wir hier auch mal den Inferno mit rein. Wo könnte der denn später mal stehen? Wir haben da einen, da einen, da einen. Dann lass uns mal hier, würde ich sagen, diesen platzieren. Oh nein. Wieso haben wir denn gar keinen Bauarbeiter frei? Goldlager 4 Tage. 4 Tage, Elex-Lager, Elex-Lager, Armee-Lager, okay. Das ist jetzt ein bisschen doof, Leute, ne? Ich kann ja gar nichts leveln. Das ist jetzt echt ein bisschen doof. Ich habe alle Hämmer gekauft und habe gar keinen Bauarbeiter frei. Okay. 4 Tage lang nicht, da müssen wir was gegen machen. Also nehmen wir hier alle Tränke, die wir hier haben, damit wir hier ein bisschen weiterkommen. Und auch vor allen Dingen ein bisschen schneller weiterkommen. Das ist jetzt wieder so ein ungeplantes Ding von mir. Gerade ein bisschen verpeilt, aber warte mal, wir könnten doch was anstarten, beziehungsweise was fertig machen. 12 Tage das Armeelager. Ein Armeelager, 12 Tage Unibuch. Jups. Für irgendwas müssen wir die Bücher ja mal ausgeben. Und
Jetzt können wir schon mal ein paar Truppen mehr mitnehmen, nämlich 265. Und dann kann ich auch hier gleich noch zwei Riesen beibauen. Ich habe immerhin schon mal Zauber gekriegt. Ja, oh, ich habe noch so ein bisschen CK-Truppe am Start. Also ich habe auch schon die Werkstatt raus. Ich habe sie auch schon gelevelt um einen. Das heißt, ich kann die Kampfmaschine und das Kampfzeppelin bauen. Ich kann die jetzt noch einmal upgraden für 10,5. Habe ich denn eigentlich Runen? Habe ich eigentlich Runen? Ja, auffüllen. Wir können es Gold auffüllen. Okay. Gold. Wir können das Gold auffüllen. 10 Mille. Okay, 10 Mille. Und ich würde sagen, ich hatte ja gesagt, wir machen das Rathaus, ne? Waffe verbessern. 2 Tage nur. Machen wir. Okay, 2 Tage nur machen wir. Jetzt müssen wir aber auch ein bisschen farmen. Also das mit dem Bauarbeiter war jetzt gerade nicht so ganz geplant. Ich hatte da ein bisschen was anderes erwartet und wollte eigentlich... Achso, das ist noch meine CK-Armee hier. Okay, dann nehme ich nehme die auch. Also ich wechsle immer ganz gerne. Ich farme gerade, wenn das Rathaus frisch ist und ich bin in der Liga relativ weit unten, dann nehme ich natürlich gerne die Kobolde hier zum Farm, aber das ist, glaube ich, noch eine aus dem letzten CK, 989.873, und was hat er noch am Start? 1.700.000 davon. Wir haben jetzt aber, ja, okay, der Vernichter ist leer. Ist nicht so schlimm. Entschuldigt bitte. Vernichter ist leer, ist nicht so schlimm. Wir nehmen den trotzdem mit rein, den Vernichter, würde ich sagen. So, unsere Queen muss jetzt schon ein bisschen hier gepimpt werden. Warte mal, ich mach das mal da weg. Dass die woanders hinschießen. Und dann kann ich mir gut vorstellen, nehmen wir hier nochmal 2 Ballons. Falls hier in der Nähe Fallen sind, 1, 2, 3, 4. Eine Karre damit rein, ihn hier. Und 1, 2, 3, 4. Viermal den. Einmal den. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1. Und jetzt muss es hier durchgehen. Passt. Perfekt. Okay. Mal gucken, wie viel wir jetzt holen. Ah, ich habe noch den Bettzauber. Okay. Ich habe noch den Bettzauber. Da muss ich mal gucken, wo wir den ansetzen können. Hier oben setzen wir mal das an. In der Hoffnung, dass unsere Truppen jetzt da auch ein bisschen hochgehen. Unsere Queen wird da schon so ein bisschen angehetet. Och komm! Jetzt gehen die alle raus. Echt, der Toti. Der Toti hat so Glück. Da gehen die alle raus. Okay. Da gehen die alle raus. So, wo haben wir wenig Magierturm? Wenig Magierturm haben wir jetzt gleich da. Dann können wir hier noch mit dem Bettzaubern sicherlich ein bisschen was machen. Wenn auch nicht so viel. Aber so ein bisschen können wir noch dort für Trouble sorgen, denn der Magierturm ist noch ein bisschen abgelenkt da. Ja, das war jetzt meine letzte Armee hier. Wahrscheinlich noch vom letzten oder vorletzten CK. Aber es sieht ja noch ganz gut aus. Einmal den dahin. Und die Bets sind jetzt down. Wir haben hier außen auch noch so ein bisschen was. Da können wir vielleicht den Magier zücken. Bogenschützenturm ist schon abgelenkt. Und einmal den Barbaren hier hin. Mal sehen, der Barbar, der ist schon weg. Aber wir haben den, glaube ich, ganz gut ausbluten lassen. Und, ja, vielleicht geht es auch mit so einer Armee ganz gut. Aber die Armee ist auch ein bisschen teurer als jetzt mit den Kobolden. Ich habe jetzt wieder Schleichkobolde. Auch da streiten sich im Moment bei mir die Geister. Nehme ich Schleichkobolde oder nehme ich eher andere Kobolde? Also die normalen, sage ich mal. Oh, Becker. Okay, nur die beiden Lager. Aber Loot passt, oder? Loot passt. Jetzt haben wir natürlich ein paar Pokale gescheffelt. Okay, wollte ich eigentlich gar nicht. Und ich kann hier ein bisschen was spenden. Dann kann ich hier auch nochmal spenden. Und Donnerbengel hat angefordert. Hat auch immer noch keine Truppen bekommen. Okay, macht nichts. So, 265. Ein paar davon. Wir machen wieder ein paar Belagerungsmaschinen. Und in der Schnellausbildung habe ich eigentlich immer normale Kobolde.
Oder ist das nicht gut, die Elex-Zauber zu nehmen? Warte mal, ich glaube, es ist nicht gut, die Elex-Zauber zu nehmen, ne? Es ist nicht gut, die Elex-Zauber zu nehmen. Es ist etwas besser, die dunklen Zauber zu nehmen. Ja, wir nehmen die dunklen Zauber und ein paar Riesen da rein. Ein paar von denen machen wir aber mal vorher. Ein paar Mauerbrecher, normale, würde ich so sagen. Und die normalen Kobolde kann man ja auch mal sehen, wir sind günstiger, was das Elex angeht. Vielleicht nehmen wir auch die mal wieder. Mal gucken. Wir haben jetzt keinen Bob frei, aber unsere anderen Sachen laufen jetzt auch nicht so lange. Ein Tag 23 haben wir den Gigatesla dann schon auf 2. Der soll dann auch auf 3 gehen, aber ich muss auch noch einen Tesla rausbringen. Und erst dann bin ich so ein bisschen kampffähig. Wenn ich das mal so sagen darf, ich bin im Moment auf Rot hier. Ich bin im Clan Herausforderer, weil in der Hoffnung, hier sind wir halt etwas mehr. 39, so ein paar mussten wir entlassen, sind im Klankrieg eine Stunde noch. Oh, und da fehlen noch so viel. Oh, da fehlen noch so viel Truppen. Das ist direkt wieder eine Folge für einen Toti hier, ne? Das ist direkt wieder eine Folge für einen Toti. Ach so, man kann. Zuschauer können nicht spenden, okay? Dusselig. Muss ich gleich doch noch mit dem anderen ran hier, okay? Eieiei. Drei Headhunter. Ja, ich muss gleich nochmal umloggen, glaube ich, auf dem Avatar und auf den Thorsten, damit ich hier so ein paar Spenden bekomme. Das sieht nicht so gut aus. Wir wollen ja schließlich unseren dritten Clankrieg auch gewinnen. Und nicht nur den ersten und den zweiten Clankrieg. Oh. Sind die ziemlich voll oder sind die ziemlich leer? Können wir gerade checken. Was hier voll und was leer ist. Ich glaube, die sind ziemlich voll, oder? Ich glaube, die sind ziemlich voll. Okay, da ist einer hinter der Mauer. Da müssen wir mal einen Riesen nehmen und einen Mauerbrecher. Reicht da einer? Nee. Zwei. Auch nicht. Okay, müssen wir nochmal gucken. Einen Riesen, einen Mauerbrecher. Jetzt reicht es, okay. Jetzt reicht es, dann kann ich da auch zwei Schleichis hinschicken. Auf das Ding hier. Und vielleicht sogar noch zwei mehr da drauf. Mal sehen, ob die lange genug in Schleichmodus sind. Jawohl. Oh, hier hinten ist natürlich top. Weil hier so ein bisschen was Dunkles für uns ist. Das ist nicht schlecht. Mal sehen, die Schleichis. Komm, 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 komm. Dafür seid ihr da. Jawohl. Sehr schick. Okay, hier brauche ich wieder nur 5 Stück, eins pro Lager. Ja, und so mache ich das dann hier. So, ist so ein bisschen kleinkrämerisch, ich weiß, ist so ein bisschen kleinkrämerisch. Da sind jetzt noch zwei Elex-Dinger, die holen wir uns auch. Mal sehen, ein, zwei Mauerbrecher müssen eigentlich reichen. Passt auch. Und dann war es das auch. Ne? Wenn jetzt eine Base innen drin noch so ein bisschen mehr hat, aber ich denke mal, wir verbrauchen erstmal unsere Zauber nicht, obwohl der dort auch noch ein bisschen Dunkles für uns hat. Okay, 1, 2, 3, 4. Ein da, noch ein da. Worden mit hier rein. Ob die da wohl durchkommen? Die wollen ja alle jetzt zum Lager, ne? Die wollen alle jetzt zum Lager. Mal sehen, ob die da durchkommen, wenn ich die in die Ability reinbringe vom Worden. Ob die dort zum Dunklen? Ja, kein Thema. Lutscht es euch weg hier. Perfekt. Dann nehmen sie auch noch das letzte Elex oder das halbletzte Elex. Die Clanburg wird gesnackt und das Rathaus womöglich auch, oder? Ja. Man könnte sagen, ich liebe sie. Man könnte echt sagen, ich liebe sie. Wieso hören wir keine Musik mehr? Weil wir gerade mal wieder nichts hören. Wir sind gerade wieder auf Alexander gesprungen, also ihr habt jetzt mal wieder nichts gehört. Ich weiß, es ist nämlich stumm, weil irgendjemand anders mein Spotify gerade wieder reinballert. Und ich wollte aber NCS Hardstyle hören, und zwar auf meinem Gerät.
Warte mal, das stelle ich eben mal um. Nein, nicht auf dem Galaxy, auf meinem Computer. Und dann habt ihr wieder Musik. Mal sehen, ob die beiden es merken werden. So, nehmen wir mal die Schnellausbildung mit rein. Und der Coup war nicht schlecht. Und es war vor allen Dingen noch das Rathaus. Das, was ich auch natürlich vergessen habe, ist, dass nicht nur das normale Dorf hier, nein. Das nicht nur das normale Dorf hier, wir streiten uns gerade um die Mucke, dass nicht nur das normale Dorf geboostert ist, sondern auch das Nachtdorf. Okay, das Nachtdorf ist auch ein bisschen geboostert. Beim Alex, muss ich dazu sagen, bin ich schon auf der 9. Stufe hier. Also beim Alex bin ich schon 9. Beim Basti muss ich noch ein bisschen was machen, aber auch nicht mehr wirklich viel. Und dass hier auch der Schub gilt, das heißt, wir haben eine 25er Kampfmaschine, die habe ich sowieso, denn die gehen als erstes auf 30, wenn wir denn die Meisterhütte auf 9 haben. Aber die Truppen sind geboostet auf Max Level, also auf 16 hier. Ich muss mal gucken, ob ich die nicht sowieso habe. Manchmal ist es ja so, dann hast du es sowieso, dann nützt der Boost nichts mehr. Müsste ich jetzt gleich mal nachgucken. Ich glaube nämlich, die sind sowieso schon auf dem Level. Und dann bringt das Ganze hier im Nachtdorf natürlich gar nichts. Aber wir wollen wenigstens einmal für den Tageserfolg hier das Nachtdorf bespielt haben. Immer ein bisschen Blick auf den... Ich glaube, Alex hat es jetzt gerallt. Dass meine Musik hier gerade führend ist. Und haben jetzt schon 45%. Ein Stern, zwei Sterne. Jawohl, das reicht uns. Na, reicht. Wir machen nicht mehr Action hier. Echt. Sonst rufe ich den gleich an und sage, hallo, ich nehme gerade auf. Es ist nämlich heute Abend 21.06 Uhr. Eigentlich müsste ich schon in New World sein, denn wir hatten dort auch was vor. Mache ich die Tage mal eine Folge von, damit ihr seht, was ich noch andere spiele und wie ich spiele und warum ich vor allen Dingen auch noch spiele. Denn New World ist eigentlich ein totes Spiel. Die haben sich so ein bisschen, fand ich jetzt, kaputt gepatcht, muss ich sagen. Und wir können zwei Zauber spenden. Dann nehmen wir den. Und aber warum das so ist und warum ich es trotzdem noch ein bisschen zocke, ja, das steht halt auf einem anderen Blatt Papier. Ich will jetzt auch gar nicht boosten. Wir sind ja schon ziemlich full hier. Alter Falter. Schon fast ein bisschen zu voll. So, jetzt kriege ich so langsam, das war jetzt gerade ein harter Cut für euch, jetzt kriege ich so langsam auch Truppen, also meine Clanburg wird auch ein bisschen voller, aber ihr habt es ja gesehen, ich muss jetzt gleich wechseln, um hier die Clanbogen noch zu befüllen, denn einiges ist hier noch nicht befüllt, Lavahund ist dabei, Headhunter Goblins, Bogis, warte mal, Thorsten will Super Lakaien haben, aber Super Lakaien wollen wahrscheinlich auch noch so ein paar andere haben und da mache ich lieber, glaube ich, die Burgen hier voll, aber ich wollte euch zumindest zeigen, Startrat auf 12, ich glaube von 11 auf 12 ist ein easy Start, keine neuen Mauern, nur so ein paar Defenses, die mit dazukommen, also gar nicht so viel, man kann eigentlich gleich ganz gut reinhauen und ich würde dann die Armeelager, denke ich mal, weiter leveln wollen, denn die müssen nach den anderen Sachen, glaube ich, als erstes hoch, dass du die maximale Truppenanzahl von, was haben wir dann, Rathaus 12, 280, glaube ich, haben. Und dann können wir auch wieder in die Clankriege gehen, denke ich mal. Das ist ja letztendlich auch Ziel und mit dem Donnerbengel war ich jetzt auch schon lange genug, glaube ich, auf Level 11, 2298 gewonnene Kriegssterne. Hat ein bisschen was gespendet, hat ein paar Sachen erhalten. Ja, ich bin auf einem ganz guten Weg. Und ich bin aber auch nur bei den Herausforderern jetzt heute Abend gewesen, weil ich mir jetzt gleich auch ein bisschen mit dem Avatar selber spende. Ansonsten ist dieser Account eigentlich planlos. Das war jetzt ein Hint für euch. Ein 11er planlos. Okay, nee, ein 12er. Oh, Entschuldigung, ist ein 12er. Ein Beginner 12er planlos.
Naja, okay. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem ganz gut gefallen, so ein bisschen von Rathaus Wülf von mir zu sehen. Ich habe noch etliche andere Rathäuser, die ich mal wieder bespitzen müsste, aber erstmal habe ich jetzt meinen Fokus auf ihn hier. Mindestens noch 3 Tage und 16 Stunden, denn so lange geht der Boost hier noch, also ich werde hier auch öfter mal einloggen und werde hier etwas machen. Ich hoffe mal sehen. Hier haben wir jetzt im Boost natürlich noch ein paar Stunden, 4 Stunden 43, dann kommen wir hier auch ein bisschen näher. Ansonsten, ich wollte erstmal die Gold- und Elex-Lager leveln, damit da mehr reingeht, wenn ich denn hart anfange zu farmen. Und irgendwann sind die Sachen sowieso so teuer, glaube ich zumindest auch im Labor. Meine ich, das Labor habe ich auch noch nicht gelevelt. Ja, aber auch im Labor werden die Sachen halt etwas teurer, aber ich muss das Labor auch erstmal leveln. Ab jetzt, glaube ich, die Hämmer. Ich habe auf allen Hämmern einen Timer. Ne, auf 2 Hämmern habe ich einen Timer. Auf den des Bauens und der Helden. Des Kampfes und des Zaubers habe ich noch offen. Aber erstmal muss ich dann 6 Tage oder je nachdem, wie schnell der Bob hier fertig ist. Ein Tag 21, ja, der könnte ziemlich schnell fertig sein. Dann machen wir das Labor danach. Und dann sehen wir hier im Account weiter. Das Teil ist aber mal richtig scheiße, oder? Ah, den kann ich aber so umsetzen, den jungen Brunnen. Okay. Okay, den kann man so umsetzen, sehe ich gerade. Alles klar. Den kann ich so umsetzen, ich dachte gerade. Der wäre irgendwie ganz, ganz komisch da gerade in der Base. Denn ich habe mir noch keine neue Base gemacht hier mit ihm hier. Aber ich glaube, die Lager sind ganz gut verteilt innen drin. Und wenn wir verlieren, dann verlieren wir meistens das Rathaus. Aber unsere Ressourcen sind noch ganz gut geschont. Man könnte das jetzt noch so ein bisschen switchen hier, indem ich sage, wir nehmen hier die X-Bögen nach außen oder wir nehmen einfach den nervigen King hier nach außen. So kann man es ja auch machen. Und nehmen auch hier nicht das Teil hier hin, sondern wir nehmen da den Bombenturm hin. Schon haben wir es ein bisschen entschärft. Und bei den anderen Sachen, da hinten ist noch das Goldlager, Kanone, ja, warte mal, Kanone, Bombenturm. Das können wir auch so machen. Ah ne, da haben wir dann 2 da. Das ist doof. Ah, ich sehe schon, ich brauche eine neue Rathaus 12 Base, ich sehe schon. Alles klar. Okay, wenn euch das Ganze gefallen hat und mit meinen kleinen Brainstormen gerade hier, dann lasst mir einfach am Ende einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns in weiteren Folgen wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Euer Toto. Clashed.